Die Berlin Open stehen an. Heißt, ein Wochenende lang dreht sich im Sportforum Hohenschönhausen alles ums Fechten. Tag 1 steht ganz im Zeichen des Säbels. Und da geht es ganz schön schnell zur Sache. Es waren relativ wenige Teilnehmerinnen. Dementsprechend war es total toll, dass wir bei den Herren mitgefochten haben. Und das hat total viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil beide Vorrunden auch von Frauen gewonnen wurden. Das war ein bisschen so mein kleines Highlight heute. Nochmal zur Einordnung. Genauso wie im Florett gibt es ein Angriffsrecht. Trefferfläche ist der gesamte Rumpf inklusive Kopf und Arme. Nach einer gemeinsamen Vorrunde geht es dann aber getrennt in die Finalgefechte. Auch da hatten wir Besuch aus anderen Bundesländern, das ist auch wichtig. Und ja, freuen wir uns, dass wir hier wirklich eine bunte Mischung haben. Der große Sieger aber, der Berliner FC. Leandre Villar verteidigt erfolgreich seinen Titel und ist damit neuer alter Berliner Meister. Und auch im Team ist der Verein erfolgreich und sichert sich gemeinsam den Sieg. Nur bei den Damen sieht es etwas anders aus. Das Finalgefecht war ein super spannendes Gefecht. Die Gegnerin war richtig, richtig gut. Haben beide super gefochten und es hat dann eine von uns entschieden. Und da ich Zweite bin, war es nicht ich. Aber es ist so. Siegerin der Berlin Open, also Liska Derkum vom TSV Bayer Dormagen. Damit aber noch nicht genug. Immerhin wartet noch Tag 2 mit Degen und Florett. Und auch hier werden tolle Finalgefechte erwartet.